Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Revelations Episode 3 Veltros Geister. Ich hoffe, das war richtig. Man konnte es nämlich kaum erkennen. Egal. Schon wieder Zwischensequenz. Da bin ich mal still. Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Es ist vorbei. Die Stadt ist verloren. So, und da haben wir mal wieder einen Zeitsprung. Ach, jetzt bin ich der Chaot. Und hier liegt ein Haufen Munition rum. MG-Munition. Nehme ich doch gerne mit. Da liegt noch mehr. Boah, wie viel hier rumfliegt. Gib mir Muni. Mit 10 Minuten habe ich hier nichts mehr, weil ich alles verballert habe. Wäre nichts Neues. Bereitet euch auf die Heimreise vor. Verteilt euch und geht zum Landeplatz auf dem Dach. Das ist der Befehl. Jessica und ich sichern den Flur. Kadett, bringen Sie sicher zum Heliport. Na gut. So, was haben wir denn jetzt hier alles? davon. Oh, wir haben sogar noch Schrotflintenmuni. Das finde ich ja richtig gut. Parker, Sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. O'Brien? Ja, nu. Die BSAA ist abgezogen. Ich bin der Letzte hier, General Morgan. Bei allem Respekt, die FBC macht einen großen Fehler. Wir führen schon 3 Wochen Krieg, um die Sache zu bereinigen. Es gab Rettungen und es gab Verluste. Zu viele. Aber jede weitere Verzögerung gefährdet unsere Ziele. Das ist doch wohl verständlich. Nein. Leider nicht. Alles mit dem Satelliten auszulöschen wäre nur ein Schnellschuss. Wir könnten wichtige Beweise verlieren. Die Benutzung des Satelliten wurde bereits genehmigt. Wir werden hier aufräumen. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltro. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Hub. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Und all die Leute, die sterben werden. War's das dann jetzt, Direktor O'Brien? So, alle kennen ihre Befehle. Geht auf Position. Raymond, zu mir. Ja, Sir. Und ich komme hier nicht drüber, oder wie? Ich kann hier noch nichts benutzen. Glaubst du, das war's? Nicht, wenn wir die Bastarde vorher erschießen. Ja. Erschießen finde ich gut, aber wieso kann ich dieses... Muss ich mal ganz kurz was gucken. Wieso können... Es war doch C, oder? Das komische Ding. Genesis, genau. Gut, dann geht der hier noch nicht. Oder nicht. Oh oh. Ich glaube nicht, dass wir beide das schaffen. Müssen wir wohl, wenn wir hier raus wollen. Danach, sofort zum Helikopter. Irgendwo war da eben einer. Ja, wir müssen zum Helikopter. Wo ist der bitte? Wie viele sind das? Hat Meldrew die alle gemacht? Wir können das nicht eindämmen. Gott helfe uns, wenn es hier rauskommt. Man wird Meldrew.
einsetzen. Ich glaube, genau das wollen sie. So, hier haben wir mal ein bisschen Action. Ist auch mal was Feines. Verrecke! Oder nennen wir es Kamikaze? So. Und ich hab's noch gesagt, ich werde nachher keine Munition mehr haben. Gut. Hier lang? Nein. Wow. Verdammt, wo muss ich hin? Das sagst du immer so einfach. Zum Aufzug. Okay. Ist Folge auffällig. Oh Gott. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Echt jetzt? Und ich habe noch gesagt, ich habe gleich keine Munition mehr. So. Okay, dafür haben wir wirklich nichts mehr. Ich habe dich hier reingezogen. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Ich geb dir gleich Hummer. Weißt du, was der kostet? Was zum... Schon kaputt. Der letzte funktionierende Aufzug. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll. Zu anderem Aufzug gehen. Yay! Hör auf, hier rumzuhampeln und versterbe wie ein Mann. Warum hab ich denn schon wieder keine Munition mehr? Alter! So viel zum Thema Munitionsknappheit. Gut. Dann lauf weg. Finde ich besser. Gut, und dass ich jetzt erst merke, dass ich vergessen habe, die Webcam einzuschalten. Hallo Leute. Ich hoffe mal, das funktioniert überhaupt, weil ich die auch gleichzeitig im Stream noch habe. Eine Schrotflinte. M3, genau. Achso, die ist schon geladen. Verdammt! Mir geht so langsam echt die Munition aus. Okay, hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir halt hier lang. Okay, viel Heilung finde ich ja ganz schick. Obwohl, nehme ich auch gern mit. Yay! Yay! Das finde ich noch besser. Nix? Nicht mein Typ. So war das nicht gemeint. Ich glaube, er ist im Recht. Er muss General morgen Parole bieten. Das sehe ich auch so. Ich glaube, in der FBC zu sein, verdirbt die Moral. Du klingst genau wie er. Aber ich wäre trotzdem gern auf der richtigen Seite. Und ich wäre gern hier weg.
Upsi. Ich war's nicht. So, was haben wir hier? Treppen. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir gehen da lang. Der Aufzug ist im sechsten Stock. Schnell. Wir haben ja sonst keine Hobbys. Speichern finde ich schon mal gut. Und was hier rumfliegt, finde ich natürlich noch besser. So, 60 Schuss. Oh, ein Magazin nur. Super. Yay. Warum freue ich mich eigentlich? Jungs, ihr seid zu klein, sonst könnte ich euch jetzt schön wegsnipern. Okay, dafür, dass ihr so groß seid, haltet ihr jetzt nicht so viel aus. Habe ich beide erwischt? Yes! Selten habe ich mal so viel Glück. Yay! So, einmal kurz alles durchladen. Der ist okay. Ist das ein Scherz? Eine Sackgasse? Jo. Fräulein? Ich gehe hier lang. Ich weiß nicht, was sie macht, aber ich gehe hier lang. Hier können wir durch. Hilf mir mal. Okay, ich komme. Oh, der hat Zuckung. Seht ihr das? Um Himmels Willen. Jessica, schnell! Natürlich, eben waren sie noch einen Meter hinter uns und... Naja, klein sind die nicht unbedingt. Munition. Yay. Jetzt geht's hier rund. Und ich glaube, ich heb mir... die Schroti noch ein wenig auf. Man weiß ja nie. Obwohl ich dazu sagen muss, bei solchen Räumen, was befürchte ich da? Gleich kommt irgendwas Großes, Fieses, Böses. Ich glaube, sie kommen damit wieder. Sie finden dich süß. Nicht? Warum? Scheiße, ich wollte eigentlich die... Und bleib unten! Uh-oh. Warum ist natürlich in solchen Situationen immer der Aufzug arschlahm?
Ach, verdammt! Danke, dass du mir auch mal hilfst. So, mal wieder alles durchladen hier. Nein, komm schon! Nein. Oh. Was habe ich gesagt? Oh. Ich hatte doch eben noch eine Handgranate. Lad nach! Jetzt langt's aber hier! Boah, ey. Komm, verzisch dich, ich muss da hin. Oh, da ging es auch gleich schon weiter. Echt jetzt? Ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, alles okay. Aber das war verrückt. Verrückt. Ich glaube, dass morgen die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Piu. Genauso wie morgens. Ja, von der Erdoberfläche gefängt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. So ungefähr. Ne? Wir haben getan, was wir konnten, oder? Hoffentlich. Tja, vergiss nicht das Hungeressen, das du mir schuldest. Ja, ich geb dir gleich Hunger. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Beeilung, wir müssen los! Ich komme, okay, ich komme! Wuhu! Uh-oh. Das erinnert mich so an diese eine Kanone aus Command & Conquer. Das war eine Kettenreaktion. Sieh, da unten. Die Stadt ist so hell. Brutzel, Brutzel. Was die Sonne so alles machen kann, ist schon interessant. Terra Grigia ist ausgelöscht. Wir wollten helfen. Wah, wah, wah. So, was haben wir denn? Sieht doch ganz ordentlich aus.
Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sag, gehabt euch wohl und tschüss.